führen zu Hause. Dann kann's losgehen. 21. Juli 2016. Der Tag, an dem die 60er in ihre Giesinger Heimat zurückkehren. Das Grünwalder Stadion explodiert. Ja, als wir hier ankamen, war einfach fantastisch und sind wir rausgekommen zum Warmmachen. Ja, Wahnsinn. Und bei den Toren war richtig laut und es ist einfach nur geil. Richtig Spaß gemacht. Es hat heute jeder gesehen, wie stark hier diese Atmosphäre ist, was von den Fans rüberkommt auf die Mannschaft. Also das ist einzigartig, was man hier erlebt in Giesingen. Um 18.60 Uhr wird das erste Heimspiel der Saison im Traditionsstadion angepfiffen. Auf diesen Moment haben viele Fans lange hingefiebert. Ja, das ist einfach saugeil. Jetzt ist 12 Jahre her, wo wir das letzte Mal da waren. Ich war damals auch da, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich habe die alten Zeiten leider nicht mitgemacht, aber es ist einfach geil. Die scheiß Kloschüssel Arena endlich weg. Daheim ist daheim. Ja, wunderschön. Endlich wieder zu Hause. Geil. Seit 24 Jahren holt Stefan Schneider die Löwen aufs Spielfeld. Als Stadionsprecher der 60er kennt er den Verein wie kein anderer. Ja, 60 München, das ist manche sagen immer, es ist eine Religion. Ich glaube, wenn man das Virus mehr hat, dann lässt sich nicht mehr los. Und ich glaube, das ist ja auch gut so. Man sieht es ja jetzt genau in dem Moment, wo wir zwei Ligen runtergegangen sind. Also es ist ein Totalabsturz sozusagen. Und die Stimmung bei den Fans ist irgendwie so, ja, 60 ist attraktiver als die letzten Jahre. So attraktiv waren wir schon lange nicht mehr. Und irgendwie fühlt es sich an, als wären wir aufgestiegen. Auch für den Kultstadionsprecher ist die Rückkehr in die alte Wirkungsstätte etwas ganz Besonderes. Es fühlt sich gut an, man muss aber auch dazu sagen, ich bin eigentlich immer gern da, wo 60 ist. Ich bin nicht der ganz große Stadionfanatiker, aber logischerweise ist es so, ich habe hier angefangen. Erst der Absturz in die vierte Liga bringt die 60er zurück nach Giesing. Doch die Unterstützung der Fans scheint größer als je zuvor. Also meiner Meinung nach, ich war in Memmingen schon im Stadion und das war da schon so geil, da geht man zum Pissen, zum Würstel holen. In einer Minute ist man wieder zurück an seinen Platz. Das ist Fußball, wie man halt. Das ist einfach Fußball. Das ist saugeil. Von jetzt an wird sich das Grünwalder Stadion bei jedem Heimspiel in einen Hexenkessel verwandeln. Auch Stefan Schneider weiß, was man von den Löwenfans erwarten darf. Ja, da muss man sich nicht viel überlegen. Bei 60 München ist es so, es ist nicht einfach nur dahingesagt, dass wir die besten Fans haben. Der Löwenfan ist da, wenn ihn die Mannschaft braucht. Und von der Stimmung her sind sie sowieso unschlagbar. Nach dem Auftaktsieg gegen Memmingen nun die geglückte Premiere daheim. 21. Juli 2017, 18.60 Uhr. Dieser Moment wird sowohl Mannschaft als auch Fans noch lange in Erinnerung bleiben.